Herzlich willkommen, hier ist euer Exhelion und zwar sprechen wir über den Ort, wo ich aufgewachsen bin und zwar Erpel. Ja, ich bin einem Ort namens Erpel aufgewachsen, der liegt am Rhein, genau zwischen Bonn und Koblenz. Ja, unser Wappen habt ihr auch schon gesehen, habe ich ja vorne im Anfangsvideo gezeigt. Genau, wir haben drei Kronen, wir sind mit Köln verwandt und zwar geschichtlich gesehen haben die Heiligen Drei Könige eine Zeit lang in Erpel verbracht. Weil in Köln der Dom noch nicht fertig war und der Ort, wo sie reinkommen sollten. Ja, was haben wir noch? Wir haben einmal die Erpalei, einen inaktiven Vulkan, der oben ein Plateau hat, wo man extrem toll übers Rheintal gucken kann. Es ist wirklich ein wunderschöner Ausblick und es ist eben ein Plateau, das heißt, es ist perfekt gerade, man kann sehr weit gucken, man kann ohne Probleme bis nach Bad Hönningen gucken oder sogar ins Siebengebirge ohne Probleme rein. Ja, und jetzt weiter unten haben wir die Brückentürme von uns. Und zwar, wir Erblern mögen das nicht, wenn man sie genannt wird. Sie heißt aber leider Gottes so nach den Idioten auf der Rheinseite. Und zwar die Brücke von Remagen. Eigentlich heißt sie Ludendorffbrücke. Ja, die Ludendorffbrücke war die letzte Brücke im Zweiten Weltkrieg über den Rhein. Wir in Erpel haben noch einen antiken Tunnel, wo das durchgelaufen ist und der sehr wichtig war zu der Zeit. Ja, das ist eigentlich alles. Dann haben wir noch unsere Mariengrotte, wo wir gespielt haben. Wir haben so einen alten Bergtunnel, wo sich Leute versteckt haben. Ja, das war im Schnelldurchgang jetzt alles. Und jetzt das, was meine Kindheit so ausmacht. So, jetzt habe ich euch im Schnelldurchgang erklärt, was in meinem ganzen Ort ist. Also, wir haben ein relativ schön noch altes Rathaus. Da kann man wirklich wunderschön hinsetzen. Es ist wirklich schön alt. Einen schönen Ortskern, wirklich alt. Wir haben sehr viele Fachwerkhäuser. Es ist wirklich schön, durch den Ort zu gehen. Leider haben wir nicht so viele Orte, wo man sich ins Café setzen kann. Ich weiß aktuell, glaube ich, nur von zweien, die wir haben. Ein neues ist gekommen, das habe ich da noch nicht gesehen, weil seit ich mal auf der Insel bin, ist es neu. Und tatsächlich unsere letzte Bäckerei tatsächlich leider, die aber auch nicht regelmäßig aufwartet, zu meiner Zeit schon nicht. Ja, wir haben sehr viele kleine Restaurants. Wir haben, ich mache keine Werbung, ich nenne die jetzt einfach nicht mal so. Wir haben ein paar schöne Restaurants da und es ist ein kleiner Ort. Also man muss nicht viel erwarten. Wir haben nur 1600 Einwohner. Das ist nicht groß für einen Ort. Und Erpel ist flächenmäßig relativ groß. Ich hatte das ganz am Anfang mal bei der Ortsgemeinde, als ich gesagt habe, zu welchem Kreis wir gehören. Wir gehören zu Kreis Neuwied hinzugemacht, wie groß Erpel an Fläche ist. Es ist deutlich größer, als wir überhaupt sind. Ja, noch ein kleiner Funfact. Steffensbier. Das Wappen von Steffensbier ist das Erpler Wappen. Und ja, wenn euch diese Kurzvideos gefallen, lasst ein Abo und ein Like da und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oder ob ihr natürlich längere Videos haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, euer Exhelion wieder. Ciao und tschüss und ich bin raus. Peace out.